Willkommen zurück bei Civilization und schaut euch mal an, ist herrlich, wa? Ich werde einfach mal gucken, wie es aussieht mit den ganzen anderen Städten und mit den Kontinenten drüben. Der hat auch so viele Einwohner, der Gegner. Ich meine, ich bin gespannt, wie wir da kämpfen werden. Ich denke mal, das sind zwei sehr schwache und einer, der ziemlich übertrumpft und stark ist. Und wir gehen nächste Runde, haben wir dann nochmal einen Zufriedenheitsbonus. Und wie sieht es hier eigentlich aus? Zwei Runden, hey. Was macht ihr eigentlich alles hier? Wenn ich fragen darf. Ich glaube, die bauen einen anderen Handelsposten. Warum baut ihr alle Handelsposten? Produktion wählen. In Hamburg, da haben wir jetzt nochmal Zufriedenheitsschub bekommen. Ich würde mal sagen, wir bauen. Windmühle. Würzen runden. Du wärst noch Überlegung wert. Machen wir Windmühle. Ja. 7 Runden haben wir hier nochmal einen Dorfbewohner. 19 Runden hier. 4 Runden hier. 27 Runden. Ja, Köln braucht ein bisschen. Aber na gut, ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, die haben den. Den. Unsere Religion. Den. Warum steht es hier nicht? Bismarckismus oder wie es heißt. Die haben hier noch den Buddhismus. Üb mal hier ein bisschen mehr Druck aus. Kann nicht sein, dass die ganzen anderen Städte hier so viel von der Religion haben. Ein Anhänger. Die haben hier alle Anhänger von dem Buddhismus. Kann nicht sein. Buddhismus wird nicht geduldet. Nein, ich will das Naturwunder kaufen. So. Ihr fährt dann zurück, hoffentlich. Prag, was mit denen los? Hier, was sie alles gebaut haben. Nächste Runde. Schießpulver. Der Tag, an dem zwei Armeen sich in einer Sekunde vernichten können, ist der Tag, an dem, so bleibt zu hoffen, alle zivilisierten Nationen umdenken und ihre Truppen auflösen. Yep. Meinetwegen. Dann ist es halt so ein Tag. Okay, wir greifen nochmal per Fernangriff hier an. Ja, habt ihr zerstört. Dann können wir jetzt endlich Zufriedenheit für jedes Luxusgut machen. Yes. Ja. 36. 36, das nennen wir geil. Das wird uns auch schnell zum goldenen Zeitalter bringen. Die Kultur wird dann auch noch erhöht. Das ist geil. Erzeugt ein Gold, erzeugt jedes Geländefeld in eurem Reich. Ah, ich brauche das. Ich brauche wieder goldenes Zeitalter. Markt. Wäre eine Überlegung wert. Hier müssten wir auch die Bibliothek bekommen. 8 Runden. Ihr habt Produktionsforschung, Fokus bestimmt. Wie ihr aussieht mal wieder, genau. Wie ihr aussieht. Wir machen die Bibliothek. Hier ist in... Wo haben wir das gemacht, das... Hier haben wir 3 Runden die Werkstatt zu Ende. Berlin 2 Runden die Bank zu Ende. Und dann können wir noch einmal auf Wissenschaft gehen, meinetwegen eine Runde. Und dann können wir die Eisenhütte bauen. Genau. Okay, wir haben hier 10 Runden die Burg in München. Münchener Burg, wer kennt sie nicht? Und ich sag mal so, nächste Runde. Sucht eine Einheit, großer Prophet. Zum Glauben können wir keine großen Propheten bauen, groß. Also, ja, hier Angriff. Mal gucken, ob hier wieder die Barbaren uns dann bitte zukommen. Kathmandu. Ah, ist jetzt wieder ausgezeichnet. Ja, ich weiß. Wir sind ausgezeichnet. Ihr solltet hier hingehen, wa? Dann geht mal hier hin. Und euch Truppen. Na, hier, doch, geht mal nach Gao zurück. Oder? Ne, wir könnten euch sagen, geht mal hier hin. Bisschen erkunden. Auf zur nächsten Runde.
Metallverarbeitung würde uns den Kreml natürlich bringen. Wirksamkeit gegen Verteidigung. Beziehungsweise Verteidigung, nicht wirksam gegen Verteidigung. Das Arsenal. Durch eine Burg oder ein Mul. Den Lanzier können wir dann erforschen. Greifen wir weiter an. Bum bum. Einer umgefallen. Wo jemand mal angegriffen hat. Es wurde ein Barbarenlager entdeckt. Da würde ich mal sagen. Ihr. Auf zum Barbarenlager. Ich finde es schön, dass wir teilweise noch ein paar Sachen übrig lassen, damit wir hier Barbarenlager haben. Jene. Ja, modernisieren. Schwertkämpfer. Produktion wählen. Berlin, Circus Maximus. Aber wir würden die Eisenhütten machen und erst nächste Runde haben wir die dann. Soweit ich gesehen habe. Nächste Runde, hä? Ja, Werkstatt. Wenn wir hier in Berlin eine andere Produktion wählen. Gucken wir mal. Eine Runde. Ein Schrein dauert zwei Runden. Nee, dann Schmiede wird empfohlen. Aber nee, wir können mal. Sonst eine Runde ist ja nix. Dann Wissenschaftsfokus, Forschung. Wir haben auf Produktion, da wird die Forschung schon ein bisschen was bringen. Da, 54. Ja. So, ihr, könnt ihr was machen hier eigentlich? Ihr könnt hier nichts machen, wa? Ich kann aber auch mal hier sagen, fährt man in die Richtung hier. Kommen wir auch mal hier hin. Ich denke mal, hier werden wir schon einiges entdecken, wenn wir einfach hier rudern. Produktion wählen. In Kölle! Mein Gott, Köln mal wieder. Was hatten wir hier? Wollten wir doch was bauen. Und zwar wollten wir hier bauen. Hat man nicht irgendwas ansässig, was wir bauen wollten hier? Bank könnten wir bauen. Bringt uns auch nochmal einen Wissenschaftspunkt und Gold, was wir aber nicht hier groß haben. Haben wir noch mit irgendwas mit Produktion? Eine Windmühle. Was habt ihr eigentlich für einen Fokus? Also wenn wir hier mal einfach ein Aquädukt bauen. Und ihr habt, sollt mal vielleicht doch ein paar Leute mehr werden. Aquädukt. Wie viel braucht das neue Runden? Ich gehe auf die Bank, dauert zwar ewig, aber ich werde jetzt mal Nahrungsfokus. Yep, reicht vollkommen aus. Und dann haben wir in 6 Runden 9 Bewohner und 36 Zufriedenheit bringt uns dann mehr als genug. So, wir gehen in die nächste Runde und müssen dran denken, dass wir hier in Berlin dann umsortieren ab nächste Runde. Weil wir in Jena die Werkstatt haben. Barbarenlager entfernen, plus 25 Gold erhalten. Super. Und ihr wollt mich verarschen, wie viele Schiffe hier sind. So. Und nochmal 25 Gold erhalten. Und die Zufriedenheit steigt. Hamburg hat eine Region angenommen, nämlich unsere. Ihr solltet mal flüchten, denn das ist ungünstig. Ziemlich ungünstig. Ich gehe nach Hamburg. Vielleicht gehen wir doch noch erst nach unten. Wir gehen nach Tonga. Jene Produktion. Kornspeicher. Ein bisschen Nahrung würde es bringen. Ja, machen wir den Kornspeicher. 4 Runden ist fix gemacht. Euch werde ich euch nochmal aufrüsten. 100 Gold. Na, warum nicht? So haben wir euch auch nochmal stärker. Dann Produktion wählen. In Jena. Haben wir nicht gesagt, den Kornspeicher? Verstehe ich nicht. In Berlin. Warum haben wir so viel Zufriedenheit? Produktion ändern. Und zwar Eisenhütte. Dann haben wir Produktion plus 8 in Berlin und dann wird es uns eine Menge was bringen. Und was haben wir noch bekommen? Bekommen wir nur eine Kultur und sonst nichts? Ja. Sonst nichts. Schade.
Aber 8 Produktion ist eine Menge in der Stadt. Eine ganze Menge. Würde uns dann was für weitere Wunder bringen. Und für schnellere Truppenbauweisen, denn wir werden ja hoffentlich bald mal wieder was entdecken. Seide. Nahrung, Fische. Hamburg, wie gesagt, Religion übernommen. Gut. Bringt uns auch schon einiges. Metallverarbeitung. Danach kommt der Drall, was uns zum Industriezeitalter übrigens befördert. Gut, nächste Runde. Die bauen hier Handelsposten wie sonst was, wa? Wie ich glaube. Ein Feind wurde in der Stadt Hamburg gesichtet. Ja, schön. Drall. Heilen. Jene. Hier da unten. In der Stadt Hamburg. Ihr hier. Nehmen wir sie schon auf. Dann geht ihr auch mal hier hin. Erkundet die große weite Welt. Apropos, hier soll doch auch irgendwo. Sitze. Wo seid ihr? Hallo. Hier soll doch irgendwo ein Barbarenlager sein. Gehen wir mal hier hin. Nächste Runde. Wir haben es 1540. Hamburg kann die Stadt jemand angreifen. Das machen wir auch geschickt. Wums, wums. Haben sie gesagt? Fand ich auch so. Nach meinem Messen. Was wollt ihr? Ein Handelsposten. Das ist krass immer, wie viele Handelsposten die hier überall bauen. Na gut. Hier, guck mal. Handelsposten, Handelsposten, Handelsposten. Hast du einen Handelsposten, Handelsposten. Bringt Nahrung und Gold. Und ich glaube, es bringt ja pro Handelsposten jetzt schon ein bisschen mehr Gold. Deswegen 97 Gold haben wir übrigens. Könnt schon langsam überlegen, mal wieder was zu kaufen. Weil so viel Gold, was wir haben, bringt das schon aus. Drei. Wir könnten zum Beispiel eine Schule bauen. So, und zwar werde ich mal kurz gucken. Berlin. Wenn wir jetzt Produktion ändern. Städtische Hochschule in Samoa. Die wird ja erforscht, da. In 3 Runden ist sie fertig. Da 3 Runden. Hier 4 Runden. Da haben wir die Bank. Und da können wir wieder auf den Produktionsfokus gehen. Und versuchen einfach mal. Ja. Das zu bauen, was wir wollen. Und zwar. Was war das? Wir wollten bauen. Nein. Guck mal, hier haben wir die Arena am Wasser. Finde ich geil. Wir wollten bauen. Was wollten wir bauen? Die Schule. Die Hochschule. Oder so. Meine Stimme. Verdammt, ich muss was trinken. Bin ich in die nächste Runde. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt zu diesem Part. Der fährt hier runter, das soll er doch gar nicht. Mein Gott. Guck mal kurz nach. Wurde nicht gesagt, hier Barbarenlager entdeckt? Habe ich irgendwie nicht entdeckt. Sorry. Hier unten oder was? Na gut. 37 Zufriedenheit, 101 Gold. Das ist krank. So viel Gold. Gut, ihr könnt mal erforschen weiter. Ja. Würde ich sagen, machen wir. München hat, glaube ich, jemanden zu bekommen. Nee, doch nicht. Köln. Gott, was baut ihr für Straßen hier? Das sieht aus wie ein Netz, das voll kurios ist. Nächste Runde. Ah. Mombasa. Ihr habt den Stadtstaat Mombasa bekommen und dafür kommt, getroffen und 15 Gold dafür bekommen. Und jetzt haben wir noch mehr Gold. Hm.
Metallverarbeitung 2 Runden. Leute, ich denke mal, ich mache eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.